weiter. Neue erschreckende Details zum SEK-Einsatz während des DFB-Spiels Deutschland-Dänemark im Fußballstadion. Und ich habe recht gehabt, die Polizei, sie lügt auch in ihrer letzten Pressemitteilung und behauptet weiterhin, es hat zu keinem Zeitpunkt Gefahr für niemanden bestanden. Das bestreiten inzwischen mehrere Sicherheitsexperten und folgen meiner Meinung oder beziehungsweise ich habe mir meine Meinung rechtzeitig gebildet und habe damit auf der richtigen Seite gelegen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier am Ende gar nicht um Rechthaberei. Es geht um das Problem des Erodierens der öffentlichen Sicherheit und den großen Sicherheitsrisiken bei dieser Fußball-EM. Und sie wollen uns am Ende dann noch einen Bären aufbinden. Das Hauptproblem ist ja inzwischen, dass es Flitzer gibt im Stadion, die werden im Fernsehen gar nicht gezeigt. Und jetzt kam dazu beim Eröffnungsspiel der YouTuber als Maskottchen verkleidet und beim letzten Deutschlandspiel gab es einen Roofer, also einen Hobby-Dachkletterer, der sich gerne in waghalsigen Positionen fotografiert. Und damit kommen wir mal zu dem Problem. Während der Halbzeitpause wurde der Dachkletterer entdeckt. Der Krisenstab der Polizei hat sich dazu entschieden, die zweite Halbzeit mit Verzögerung anzupfeifen und alle Stadionbesucher wieder auf ihre Plätze zu lassen. Und damit haben sie die Stadionbesucher einer veritablen Gefahr ausgesetzt. Haben sie tatsächlich. Denn er hätte von dort oben herunterfallen können. Das wäre schon das erste Risiko. Es hatte vorher massiv geregnet. Dort oben ist es metallisch und nass. Es führt zu rutschigen Situationen, auch wenn der junge Mann hier professionell unterwegs ist. Dazu der große Rucksack. Die Polizei behauptet jetzt, er wäre die ganze Zeit im Visier von Scharfschützen gewesen. Wir müssen davon ausgehen, dass er das wirklich gewesen ist. Allerdings ist es etwas bezeichnend, dass es kein Foto eines Scharfschützen gibt. Wir können uns hier mal ein anderes Foto anschauen. Das ist das SEK-Kommando, was von den oberen Rängen in das Dach hineinschaut, um ihn zu beobachten. Keiner hat da eine gezogene Waffe und zielt irgendwo hin. Und leider gibt es kein einziges Pressefoto eines Scharfschützen von der gesamten EM. Ich weiß, dass sie Teil des Polizeikonzeptes sind, also dass die Polizei behauptet, sie hätten ihn im Visier gehabt. Das kann man bestätigen. Aber sie sagen selbst, keine Gefahr für niemanden. Und wenn er runterfällt und trifft 2, 3, 4, 5 Leute, dann ist er sehr wohl eine Gefahr. Und was hätte die Polizei zum Abschuss bewegt? Vielleicht, wenn er an seinen Rucksack gegriffen hätte, der prall gefüllt war. Und um jetzt nochmal zu verdeutlichen, wie krass diese Szenen am Ende auch dieser Verhaftung sind, schauen wir da mal rein. Es gibt hier ein Video, das spricht wirklich Bände, Leute. Das spricht wirklich Bände. Wenn ihr das gesehen habt, versteht ihr, warum ich mich frage, Leute, was macht ihr hauptberuflich? Also das meine ich ernsthaft, Leute. Ihr seid bei der Polizei, bei der Gefahrenabwehr, sagt ihr. Dann findet ihr einen Vermummten im Dach eines Stadions. Und ihr entscheidet euch, den dann noch über eine Stunde sitzen zu lassen, ja, bis man ihn dann festnimmt. Ihr könnt froh sein, dass er nichts Böses im Schilde geführt hat. Wir schauen uns mal den Zugriff im Einzelnen an und später sehen wir, dass sie unsere Politiker auch nicht aus dem Stadion geholt haben. Also eine reelle Gefahr für unser politisches Personal. Aber zunächst die Zugriffssituation im Einzelnen. Wir sehen hier den jungen Mann, er läuft noch weg. Die Polizei ist ihm schon auf den Fersen. Hier seht ihr sie hinten dran. Da, die Leute des SEK, sie folgen ihm. Und so versuchen sie hier oben auf dem Catwalk, so nennt man das. Das ist ein Weg, der wirklich Gelände hat. Hier seht ihr, keiner hat eine Waffe gezogen. Der junge Mann, er will nicht weg. Jetzt hat er die Waffe gezogen. Jetzt hat er die Waffe rausgezogen. Und sobald die Waffe auf den jungen Mann gerichtet ist, dann kommt er langsam nach vorn. Was ist das für ein Polizeieinsatz? Zwei Leute da oben. Nach dem Spiel. Ihr wisst überhaupt nicht, ob der Mann, also ob der eine Bombe trägt oder sowas. Also, Leute, ich erzähle euch gleich mal noch was zu diesem Hallendach, ja? Da wird euch Angst und Bange, wird euch richtig schlecht, wenn ich euch das erzähle. So, er kommt jetzt hier nach vorne, er ist in der Südwestecke gewesen vom Dach. Signal Iduna Park Stadion, immer noch die Waffe gezogen und gerichtet auf den jungen Mann. Jetzt hilft er ihm noch rüber, er weiß nicht, was er am Körper trägt. Zack, zack, und da seht ihr. Rucksack runter, Rucksack runter. Kein Knopf gefunden, keine Verkabelung, Rucksack runter. Und der junge Mann wollte auch noch anscheinend diskutieren, weil, wie wir erfahren haben, der Rucksack voller teurem Kameraequipment war. Das konnte allerdings vorher niemand wissen. Und das ist diese große Gefahr. Sie lügen uns hier an und sagen, keine Gefahr für niemanden zu keiner Zeit. Das ist völlig erstunken und erlogen. Absolut erstunken und erlogen. Und ihr seht ja hier,
Dann hat man ihn jetzt fixiert und der hat immer noch die Sturmhaube auf. Sie wissen überhaupt nicht, mit wem sie es zu tun haben. So, jetzt Haube runter, Waffe weg, der junge Mann ist fixiert. Da ist er. Jetzt wissen sie, was Phase ist, was Sache ist. Der Rucksack steht immer noch da hinten, hat keiner reingeschaut, ob da nicht was drin ist. Leute, Leute, Leute. Und ihr sagt, keine Gefahr für niemanden. Wollen wir uns jetzt mal ein Foto anschauen? Hier, Annalena Baerbock mit Klapp-Bauterbach im Stadion. Ihr denkt, das ist doch bestimmt in der ersten Halbzeit gewesen. Nein, 10.52 Uhr, genau in der Zeit, wo der Polizeieinsatz im Stadion gelaufen ist. Bundeskanzler, Bundesaußenministerin, Bundesgesundheitsminister, Bundesministerin des Innern Nancy Faeser war natürlich auch vorhanden, hier mit ihren Krücken. Ach ja, der Wüstling aus NRW, er ist auch da gewesen. Und ich frage mich jedes Mal, Leute, ihr habt so Glück gehabt, dass hier nichts passiert ist. Und wir wissen heute, 2 Tage danach, immer noch nicht, wie dieser junge Mann da hochgekommen ist. Man vermutet, er hat dort eine Nacht geschlafen, denn man hat eine Hängematte in seinem Rucksack gefunden. Allerdings wissen tut man es nicht. Wir wissen allerdings auch nicht, wer überhaupt ihm den Weg bereitet hat. Denn man hat bisher keine Sachbeschädigungsanzeige gegen den jungen Mann gestellt. Diese Catwalks da oben, sie sind normalerweise verschlossen. Also die Auf- und Zugänge in das Dach, sie sind verriegelt. Irgendwie hat er es doch geschafft, vermutlich mit einem Helfershelfer. Ich möchte den Namen der Firma für die Sicherheit der UEFA hier nicht nennen. Die Firma hat Probleme genug, weltweit aktiv in 50 Ländern, über 300.000 Mitarbeiter. Es gibt hier aber noch mehr Probleme. Die ganzen Flitzer kommen aufs Stadion, weil wenn ihr mal zuschaut, die Ordnungskräfte, die am Spielfeldrand stehen, sie schauen Fußball, anstatt mit dem Rücken zum Spielfeld zu stehen und in die Menge zu schauen. Immer wieder das Problem für die Stadionsicherheit ist die UEFA zuständig, die Schulung ihres Personals für nicht so notwendig hält. Schauen wir uns mal an, wo der junge Mann hier genau saß. Ziemlich vorne am Rand des Stadiondaches. Ich weiß nicht genau, wo er hin wollte zum Fotografieren. Allerdings kann ich euch etwas über die Statik des Hallendaches verraten. Und hier haben wir das krasse Problem. So voll wie der Rucksack gewesen ist. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre Sprengstoff drin gewesen, rein hypothetisch. An so einer Stelle im Dach platziert und während der zweiten Halbzeit abgefeuert. Leute, das wäre die Katastrophe gewesen. Teil bis Volleinsturz des Daches wäre nicht ausgeschlossen gewesen. Freischwebende Stahlkonstruktionen, wenn man ein paar Punkte trifft, die wirklich statisch relevant sind, dann geht das ganze Ding nach unten und macht die Biege. Das Stadion war voll. Also Leute, allein die Massenpanik. Unabhängig von eventuell Verletzten, von dieser Detonation am Anfang, aber also, und die Polizei sagt, kein Risiko für niemanden. Leute, das könnt ihr vielleicht meiner Oma erzählen, in der Tagesschau in einfacher Sprache. Aber Leute, wir sind nicht blöd. Ihr habt ein Problem mit der UEFA, ihr habt ein Problem mit der Sicherheit in den Stadien und ihr wollt das uns nicht ehrlich benennen. Warum seid ihr nicht hingegangen und habt die Spielunterbrechung in der zweiten Halbzeit länger gemacht, habt die Leute von der Tribüne geholt, habt gesagt, ihr müsst unten in den Rängen bleiben, in den Katakomben des Stadions, wir müssen da oben eine unbefugte Person aus dem Dach holen. Wie lange hätte das gedauert? Vielleicht nochmal eine Viertelstunde. Dann wäre aber die Sicherheitslage geklärt gewesen. Nein, hier musste das SEK-Kommando eingreifen und eine Stunde lang dabei zuschauen, bis sie ihren Dienst verrichten durften. Der Krisenstab hat es die ganze Zeit im Blick gehabt und sie berufen sich auf die Scharfschützen, die dann einfach jemanden erschossen hätten, der dann heruntergefallen wäre, aber keine Gefahr für niemanden. Ja? Wer soll das glauben? Ja? Die Leute, die an den Weihnachtsmann glauben, die Leute, die glauben, dass man gewisse Leute für gewisse Aussagen in diesem Land mit Geldstrafen belegen muss. Ihr wisst sicherlich alle, was ich meine. Wer immer noch nicht verstanden hat, was das Problem hier war, dem kann ich diesen Beitrag nur noch mal an das Herz legen. Die Videos, die Bild jetzt vorliegen. Darauf zu sehen, der Vermummte versucht noch durchs Stadiondach zu entkommen. Ihm auf den Fersen 3 mit Pistolen bewaffnete Elite-Polizisten. Die Beamten nähern sich ihm über den Catwalk. Das sind Technikerlaufstege in der stählernen Dachkonstruktion. Dann gelingt endlich die Festnahme. Entdeckt wurde der Vermummte mit Rucksack und Sturmhaube eigentlich schon während des Spiels. Und genau da liegt die Gefahr. Das Stadion ist zu diesem Zeitpunkt voll. Unter den Zuschauern auch der Kanzler und die Außenministerin. Allein ein Absturz des Kletterers hätte zu Verletzten und Toten führen können. Ohne genau zu wissen, was sich im Rucksack befindet, beschließt der Krisenstab trotzdem erst einen Zugriff nach Ende des Spiels. Schlimmeres konnte verhindert werden. Leute, stellt euch vor, der hätte ein paar kleine FPV-Drohnen, wie in der Ukraine, im Rucksack gehabt, diese Attentatsdrohnen.
Das ist unfassbar, Leute. Das ist einfach unfassbar. Ja? Aber die Politik wollte das Spiel zu Ende schauen. Ich vermute mal, das BKA war sehr wohl darüber informiert, über diese Lage im Stadion. Aber also, nee. Nee, einfach nee. Sie können es nicht. Und diese Leute sind verantwortlich für die Sicherheit in unserem Land. Ja, ich lache mich tot für die Sicherheit in unserem Land. Diese Leute haben die Sicherheit in diesem Lande abgeschafft, ad acta gelegt. Ich bin immer noch schockiert von diesen Szenen. Ich muss mich nicht so aufregen wie bei Annalena heute früh, aber ich weiß schon, warum ich in so ein Stadion aktuell nicht reingehen würde. Die Polizei hat ihren Job absolut nicht im Griff, beziehungsweise darf ihren Job nicht machen. Wer auch immer im Krisenstab diese schwachsinnige Entscheidung getroffen hat, er sollte seinen Hut nehmen. Und vor allem solltet ihr auf der Hut sein vor den nächsten Spielen, denn ihr wisst immer noch nicht, wie er da reingekommen ist. Schande über Deutschland, peinlich, peinlich, peinlich. Und die UEFA, die darf einfach weitermachen. Ja, ganz klar, das beste Deutschland aller Zeiten. Schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Und ansonsten sage ich ciao, bis bald.